Hey Community, in dieser Folge möchte ich ein wenig kurz über mich erzählen. Wer bin ich? Also, ich bin am 26.10.1988 geboren in Dresden, wohne auch immer noch hier. Ich liebe diese Stadt, liebe auch ganz besonders Dynamo Dresden. Ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan und auch über der Örtlichkeit Dresden hinaus bis München hin. Dort findet man mich als FC Bayern München Fan wieder. ja, ansonsten, ich mache seit 12 Jahren beruflich Versicherungen, Vermaklern und berate also Mandanten frei und unabhängig, vorrangig in der Nische private Krankenversicherungen. Und ja, ansonsten, ich lache unfassbar gerne. Ich kann mich eigentlich über jeden Blondinenwitz zerscheppern. Ich erfinde auch gerne Witze. Ich habe einfach um mich drumherum immer gute Laune und möchte auch gute Laune von anderen Leuten empfangen. Und ja, treibe 4-mal die Woche Kraftsport mit meinem Privatcoach und mittlerweile auch besten Freund, den Sebastian. Dort geben wir Vollgas, dass der Körper viel Muskeln aufbauen kann. Ja, mit Ernährung klappt es noch nicht gerade so richtig. Bin zu fleißig auf Arbeit, habe deswegen ein bisschen zu viel Stress mit der Ernährung, beziehungsweise weiche ich zu gerne darauf hinaus, dass ich auswärts essen gehe und da dann überlegt man immer den Salat mit Chicken und dann nimmt man doch lieber irgendwie die Chicken mit den Kartoffelecken. Schwierig, das sind so meine Leiden. ja, ansonsten unterhalte ich mich auch furchtbar gerne mit Leuten über Gott und die Welt. Ich versuche behilflich zu sein, Probleme zu lösen. Das ist sowohl meine Berufung wie auch meine Leidenschaft, mit Leuten mich zu unterhalten. Ich bin einfach furchtbar neugierig, nicht aus Stalking oder Spionagegründen oder sowas, nein, sondern einfach, weil ich ein Menschenfreund bin. Und ja, wenn ihr Fragen zu mir habt, wenn ihr mehr wissen wollt zu mir, vielleicht soll ich auch nochmal einen konkreten Teil 2 machen über mich, schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir per E-Mail. Da freue ich mich drüber, wenn ich da was von euch lese und entsprechend darauf antworten kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß mit den weiteren Episoden. Euer Hannes.